Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur 45. Folge meines Multikreativ-Podcasts. Mein Name ist Stefanie, ich bin Multikreativ und ich zeige euch in diesem Video, was ich so alles gewerkelt habe. Dies ist eine Dauerwerbesendung, weil ich Dinge in die Kamera zeige, die ich gekauft habe und die euch vielleicht auch gefallen könnten. Ich nenne Markennamen und so weiter. Es ist noch alles unbezahlte Werbung, unbeauftragt, könnte sich in der Zukunft ändern. Wer weiß. Doch, eventuell ändert sich da was. Da schauen wir mal, was die Zukunft so bringt, nicht wahr? Aber in dieser Sendung, in dieser Folge definitiv alles, was ich euch zeige, habe ich selbst gekauft oder geschenkt bekommen, werde ich dann jeweils dazu sagen. Es ist viel Neues eingezogen, irgendwie kommt alles zu mir im Moment, es ist wirklich toll, ich freue mich wahnsinnig. Es ist auch wirklich zwei neue Möbelstücke oder Handwerksgeräte eingezogen. Ja, spannend, da kommt einiges auf uns zu. Das wird sehr lustig, also es ist bis jetzt lustig und ich glaube, da werde ich einiges Tolle machen können, das werde ich euch zeigen. Ich habe wenig fertige Projekte, ja, eigentlich nur drei fertige und die sind nicht so der Bringer. Da habe ich geübt, ja. Wie gesagt, es ist einiges neu eingezogen, tolle Sachen, wunderschöne Sachen. Ich war ja auf der Nadelwelt in Karlsruhe. Aber zuallererst, Leute, ich habe 2000 Abonnenten. Party. Natürlich, wie versprochen, es gibt etwas zu gewinnen, also bleibt bis zum Schluss dran. Heute gibt es, glaube ich, keine Lifehacks, kein Gelaber. Ich kann nur das wiederholen vom letzten Mal. Habt gute Laune. Kurz, was so das Leben bringt. Ich habe letztes Mal ja montags aufgenommen und dienstags das hochgeladen. Dienstags morgens oder montags abends, so dienstags morgens. Also so irgendwie so, ne? Auf jeden Fall an dem Dienstagmorgen. Wir machen uns fertig. Entschuldigung, fertig, um mit den Hunden zu gehen. Ich knie am Boden. Binde meine Schuhe zu, ich stehe auf, drehe mich im Aufstehen, um nach meiner Jacke zu greifen. Da hat mich die Hexe geschossen, irgendeine Hexe. Also, ich bin ja in zwei Hexen-WhatsApp-Gruppen, also bei dem Hexenzirkel, das sind die hauptsächlich Sockenstrickerin, und bei den Patchwork-Hexen. Ja, aber eigentlich heißt doch immer, Hexen schießen nicht auf die eigenen Leute. Was sollte denn das? Weiß nicht, wer mich da erwischt hat. Vielleicht war es ein Querschläger. Vielleicht war es aus Versehen. Vielleicht konnte dann eine Hexe nicht richtig zielen. Wollte eigentlich meinen Mann treffen, hat mich erwischt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich übelsten Hexenschuss. Ich wusste, dass ich an dem Abend wieder Nachtdienst habe. Ich habe versucht, Ersatz für mich zu finden. Das hat nicht funktioniert. Es war niemand da, der einspringen konnte. Das heißt, ich habe 8 Nächte mit Hexenschuss gearbeitet. Ich habe dann halt ausgemacht, Leute, ich mache das Allernötigste, ich betreue die Leute, so gut es geht, aber Hauswirtschaft, lasst mich damit in Ruhe. Ich habe natürlich Zähne gebissen und trotzdem einiges gemacht. Habe dadurch jetzt wirklich, also ich bin jetzt seit 2 Tagen, wie gesagt, das war an dem Tag, wo die letzte Folge hochkam, ist das passiert. Und ich bin jetzt so seit 2-3 Tagen, dass ich sagen kann, so gut wie schmerzfrei. Also dass meine Rückenprobleme ein Level erreicht haben wie vor dem Hexenschuss. Ich meine, ich habe ja Verschleißerscheinungen in der Lendenwirbelsäule und Arthrose und so. Und ich habe da immer ein bisschen Probleme. Also das Level ist jetzt wieder erreicht. Sitzen ist noch, geht so. Aufstehen, wenn ich längere Zeit gesessen habe, ist ein bisschen, ja. Das sieht noch sehr unelegant aus. Aber wenn ich ein paar Schritte gegangen bin, dann geht es wieder. Und wie gesagt, seit ein paar Tagen fast schmerzfrei.
aber so spielt das Leben. Und ich kann euch sagen, das hat meine Fähigkeit zur guten Laune auf eine starke Probe gestellt. Ja, also, ja, das war eine Herausforderung mit Hexenschuss und dann noch gute Laune haben. Aber doch, ich habe mir die gute Laune nicht verderben lassen. Ja, ich habe ab und zu mal ein bisschen gejammert und rumgequengelt und habe aber einfach versucht, wenn ich merkte, es geht wirklich nicht, mir auch einfach ganz bewusst um Hilfe zu bitten, auch hier daheim. Also ich hatte schon Probleme, einen Wäschekorb hochzuheben und zu tragen. Ging halt nicht gut. Naja, ich muss ja auch mit den Hunden trotzdem raus. Und am zweiten Tag, also es war dann wirklich an dem ersten Tag, war richtig auch eine Blockade da, dass bestimmte Bewegungen, das ging einfach gar nicht. Ich konnte mich nicht bewegen. Und an dem Mittwoch dann sind wir morgens auch mit den Hunden gegangen. Ist natürlich nicht so einfach mit Hexenschuss und dann 27 Kilo Hund an der Leine mit ADHS, der ab und zu mal einfach vergisst, dass seine alte Frau an seiner Leine hängt und einfach mal losrennt. War nicht einfach, also auf jeden Fall, einmal bretterte er die Leine, ich war nicht drauf gefasst und es gab mir so einen Ruck im Rücken, dass es dann von jetzt auf gleich deutlich besser war. Ja, genau, über dich rede ich, du duppest du. Es war dann gleich ein bisschen besser. Also, Rufus ist so ein bisschen Chiropraktikerhund, ne? Er muss jetzt nur noch lernen, das mit dem Einrenken gezielt zu machen und nicht so unfallmäßig. Aber an dem Hexenschuss an sich war er unschuldig. Also da war er einen Meter von mir weg, da konnte er nichts dafür. Das war wirklich meine eigene Dummheit. Irgendwann ist man im Alter, wo man erst gerade aufstehen und sich dann umdrehen sollte und sich dann gerufen und sich nicht im Aufstehen drehen sollte. Habe ich gelernt. Ja. Also auf jeden Fall, es war dann, nachdem diese Blockade weg war, war es besser. Aber ich denke, dass der Nerv halt vielleicht leicht entzündet war. Also ich habe schon ganz schön Schmerzen gehabt. Ich habe dann teilweise auch wirklich Schmerzmittel genommen. Ja, ging nicht anders. Aber ich habe es überstanden und habe bei der Pflegedienstleitung wieder ein paar mehr Steinchen im Brett. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja, es ist mir natürlich durchaus bewusst, dass es nicht vernünftig war. Aber die Sache ist die, wenn ich zu meiner Hausärztin gegangen wäre, die hätte mich direkt 2 Wochen kranker geschrieben wahrscheinlich. Sie hätte mir viel machen können, jetzt auch nicht. Sie hätte mir eine Spritze gegeben. Ja, das wäre auch nur eine symptomatische Behandlung gewesen. Und insofern, also mein Tipp bei Rückenschmerzen allgemein, Wärme und Bewegung, bloß nicht sich still hinlegen und nichts mehr machen. In Bewegung bleiben, das ist ganz wichtig. Und Wärme, 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 das hat mir sehr gut getan. Ich habe fast ständig einen warmen Körnersack im Rücken gehabt. Hab's gut in den Griff gekriegt. So gut es ging eben, mich bewegt, bisschen Gymnastikübungen gemacht, ein bisschen Dehnungsübungen und ja, ich habe es ja in den Griff gekriegt, es ging ja. Und wenn die mich halt 2 Wochen krank geschrieben hätte ich ja nicht auf die Nadelwelt gehen können. Das war eine starke Motivation. Und krank geschrieben, ich kann nicht wegen Rücken mich krank schreiben lassen und dann mit den Hunden spazieren gehen. Das ist schlecht. Also es war einfach... nicht krank schreiben lassen, deswegen war für mich definitiv gar keine Option. So bin ich halt. Also ich bin da, ich sage mal, das ist so mein preußisches Erbe. Ich bin so erzogen worden, man macht nur krank, wenn man den Kopf unterm Arm trägt. Ich war so unbeweglich, mein Kopf ging gar nicht unterm Arm, so weit kam ich gar nicht runter. Und insofern, ja, ich habe es überstanden. Meine gute Laune ist noch da. Ich habe das Ganze auch mit Humor genommen. Auch wenn es wehgetan hat und ich zwischendurch rumgejammert habe. Aber I survived. Ich lebe noch. Und der Rücken ist auch noch dran. Und ich kann mich wieder bewegen. Und es ist alles gut. Und ich bin nicht krank geschrieben gewesen. Ne? Super. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe nur, steigen wir mal gerade voll ein in die Strickerei. Ich habe nur... eben 3 fertige Teile und aua, Rufus. Und die haben eben mit der Neuanschaffung zu tun, deshalb zeige ich euch die später. Wir beenden dann heute mal die Reihenfolge.
Ich zeige euch jetzt mal, woran ich gestrickt habe. Ich habe zwei neue Dinge angestrickt. Wir machen heute komplett andere. Ich mache die Neuanstricke zuerst und dann erst das, was ihr kennt. Also, ihr erinnert euch, King Cole Forest, Dean of Forest, dieses wunderschöne Garn, was ich von der lieben Susanne bekommen habe. Ich liebe es. Es ist so toll. Es ist so ein schönes Garn. Oh mein Gott, ist das toll. Ich habe gesagt, ich werde daraus einen Schal für meinen Mann stricken und den habe ich angefangen. Und das zeige ich euch mal. Und zwar habe ich angefangen mit einem Bündchen. So breit ungefähr, ja. Und dann ein ganz schlichtes, einfaches Flechtmuster. 5 rechts, 5 links. Und nach 6 Reihen gewechselt. Ohne Zwischenreihen oder so. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich liebe Flechtmuster. Ich finde, die wirken immer richtig klasse. Das sieht richtig gut aus. Und was mir wichtig war, weil es halt so ein Schal ist, dass der eben von beiden Seiten gleich aussieht, kein vorne und hinten hat. Und das ist halt beim Flechtmuster einfach auch gegeben. Ich mache keinen I-Cord, ich mache einfach eine einfache Randmasche. Das heißt, die letzte Masche wird immer abgehoben mit dem Faden vor der Arbeit und dann in der nächsten Reihe, die erste Reihe, wird immer rechts abgestrickt, egal wie der Mustersatz ist. Und diese Randmasche ist auch zusätzlich. Das heißt, es sind 32 Maschen. Das heißt 6 mal 5 plus diese zwei Randmaschen. Ne? Ja, und das ist der Schal und der strickt sich so locker weg und das ist so ein wunderschönes Zwischendurchprojekt immer mal. Und der hat ja Zeit, weil es ist ja jetzt Frühling und im Sommer. Also mein Mann braucht den ja erst im Herbst. Freue ich mich sehr drüber und den stricke ich einfach so lang, bis dieses Garn leer ist. Sehr schön. Ich freue mich sehr. Das macht richtig viel Spaß. Dann habe ich angestrickt ein paar Socken. Und zwar bin ich in Facebook in der Gruppe Sockenstricken. Da sind wahrscheinlich viele von euch drin. Das ist, glaube ich, so die Haupt-Sockenstrickgruppe in Facebook. Und die haben ja immer ein Monatsmuster. Das ist immer ein kostenloses Muster, was es auf Ravelry gibt. Und ich habe einen Socken jetzt soweit. Ja, genau. Aber aus was stricke ich das? Ich stricke das aus selbstgefärbter Sockenwolle und zwar diese grün mit pink. Und das wird eine Socke für die Aktion Grüne Socke. Und es sind die May Socks von Petra Bauer. Und es ist ein wunderschönes Muster. Und ich zeige euch das. Es ist noch kein ganzer Mustersatz fertig. Doch, eigentlich ist schon Mustersatz fertig. Fast. Na? Hat sich hier gerade verhakt, die Maschen. So jetzt. So, also es ist super toll, weil es wildert. Guckt mal, die Wolle wildert. So sieht sie aus und so sieht sie da aus. Und hier sieht man sehr schön, das Muster kommt sehr schön raus. Also wie gesagt, ich verlinke euch das unten. Das ist ein kostenloses Muster. May Socks von Petra Bauer. Was sehr schön ist, ist, dass das halt auch schon im Bündchen anfängt. Ihr seht da die Zöpfchen im Bündchen. Das ist also wirklich sehr, sehr hübsches Muster. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich mache es also so, wie ich es angekündigt habe, nachdem ja diese letzten Socken für mich so, diese Kaffee mit Zopfsocken so schief gegangen sind gewissermaßen. Mache ich es so und das habe ich jetzt blöd gemacht. Ich habe also das Bündchen schon fertig. Ich habe da die andere Wolle so ein bisschen drum gewickelt. Ja, also ich stricke das einmal von innen und einmal von außen, habe also jetzt am Knäuel beide dranhängen. Ich stricke hier jetzt bis an die Ferse, also den Schaft fertig und dann stricke ich da erstmal den Schaft. Und so werde ich das machen, ne? Immer schön hin und her. Hin und her und her und hin. Ja, ob ich die jetzt im Mai fertig kriege oder nicht, weiß ich nicht. Das ist wie gesagt das Monatsmuster Mai, aber ich habe da keine Eile mit. Also das Muster hat mich halt sofort angesprochen, das hat mir gut gefallen und deshalb habe ich das angefangen.
Dann noch etwas, an dem ich weiter gestrickt habe. Und zwar, witzigerweise, ich weiß nicht, wer von euch die liebe Kiwi guckt. Kiwi Stricklos, das Oder Deichscharf. Die macht ja immer sonntagsabends Kiwis Wochenrückblick. Das ist ein Live-Chat auf YouTube. Und da hat sie einen Schal gezeigt, wo sie jetzt eine Anleitung veröffentlicht. Und das ist ja so ein bisschen die gleiche Idee, die ich hatte. Also so ein bisschen so wie Sophie's Scarf, aber mit Muster. Und dasselbe mache ich ja hier auch. Das habe ich angefangen, habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Und mir ist jetzt eingefallen, das ist wie eine Mischung aus Sophie's Scarf und Colding. Also für diejenigen, denen der Colding zu groß und der Sophie's Scarf zu langweilig ist. Ne? Also ihr seht jetzt hier schon, da war der erste Wechsel, da der zweite Wechsel, der dritte Wechsel und ich bin jetzt im vierten Wechsel. Und es wird in der Mitte auch einen Brioche-Teil geben. Wenn ich die Anleitung schreibe, wird es aber die Möglichkeit geben, dass ihr anstatt Brioche einfach auch wieder rechts, links in der Mitte strickt. Also dieses mit dem Brioche in der Mitte wird eine Option sein für diejenigen, die das wollen. Und wer kein Brioche machen will, macht die Mitte einfach in dem Rechts-Links-Muster. Das ist ganz einfach. Aber ihr seht, da ist ein Stückchen weitergegangen. Den stricke ich sehr gerne. Das macht richtig viel Spaß. Und ich stricke den mit 3,0. Also das ist ja die Opalwolle aus dem letzten Opal-Abo. Dieses wunderschöne Knäuel. Und ich finde, das gibt einen wunderschönen blauen Farbverlauf. Und das wird ein süßer, ein niedlicher kleiner Schal werden. Ja. Und ich bin noch nicht an der Hälfte, aber bald. Bald. Also ich denke, wenn ich hier diesen Wechsel fertig habe, das heißt, wenn alle Maschen auf dem alle Maschen im Kraus rechts sind, dann wird in der Mitte das Brioche anfangen. Oder eben für diejenigen, die kein Brioche stricken wollen, wird dann das Rechts-Links-Muster anfangen. Und das wird dann die Mitte werden. Also der wird auch nicht sehr lang. Also der wird höchstens hier vorne so ein Stück runterhängen. Also der wird nicht sehr lang werden. Natürlich, wenn dann irgendwann die Anleitung veröffentlicht ist und ihr den selber strickt, könnt ihr natürlich diesen Mittelteil, also da wird es in der Anleitung auch eine Option geben, dass man diesen Mittelteil etwas noch verlängert. Das hat man ja beim Colding auch die Möglichkeit, da einfach das Brioche etwas länger zu stricken. Ja, und dann mein Großprojekt, wo ich wirklich fast täglich dran stricke. Das ist der Shawlstruck von Susanne Sommer. Ich zeige euch die Rückseite, weil die besonders schön ist. Also ich war ja noch in diesem Teil. Ihr seht, die Ärmel sind abgeteilt. Ich sage nicht abgetrennt. Mich stört das immer so ein bisschen. Also stören kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich zucke immer so ein bisschen innerlich zusammen, wenn andere Podcaster sagen, ich habe die Arme abgetrennt. Das klingt sehr brutal. Etwas besser ist es, wenn sie sagen, ich habe die Ärmel abgetrennt. Aber auch das ist ja nicht falsch. Die sind abgeteilt, aber nicht abgetrennt. Wenn sie abgetrennt werden, wäre Schere, Schnipp, Schnipp. Und Arme abgetrennt, das ist brutal, das ist sehr blutig, das machen wir Stricker nicht. Wir trennen keine Arme ab. Und Ärmel abtrennen ist auch nicht gut. Abteilen, ja, gut, so viel dazu. Aber das kann jeder machen, wie er will, nur ich zucke da immer ein wenig zusammen. Ihr jetzt vielleicht auch, wenn ich euch darauf aufmerksam gemacht habe. So, also ihr seht, ich habe die Ärmel abgeteilt und ich bin jetzt schon so weit. Ich habe schon 2/3 von diesem unteren Teil und ich habe ihn extra auf Scooby-Doo-Bänder gezogen, damit ich diesen Shawlstruck jetzt anziehen kann. Ich stricke den übrigens mit, da kann doch kein Schwein lesen, mit 3,5. Genau, mit diesen wunderschönen Nadelspitzen. Auf 3,5 und es ist dieses Garn, es ist Schachenmeier Merino Mix. Das sind 55% Schurwolle und 45% Polyacryl.
mit Merino-Wolle. So. Schachenmeier Merino Mix. Dieses Garn, das ist ja das, was wir beim Real gekauft haben, wo ich so lange seufzend davor stand und es bei jedem Einkauf gestreichelt habe, bis mein Mann es nicht mehr ausgehalten hat und gesagt hat, wir kaufen das jetzt. Und das war gut, weil zum Schluss, als sie alles runtergesetzt haben, war nämlich nichts mehr da. So, ich ziehe das jetzt mal über. Na? Achtung, ich stehe. Übrigens, dieses T-Shirt, ne, das ist ja, ist mir egal, ich lasse das jetzt so. Als ich das letzte Mal anhatte, saß das sehr eng und guckt mal, es schlabbert schon ein bisschen. Also, so viel dazu, es läuft weiter mit dem Abnehmen. So, ich schiebe euch jetzt mal ein bisschen weg. So, guckt mal. So sieht es jetzt aus. Das steht natürlich jetzt hinten ein bisschen ab, weil wegen den Scooby-Doo-Bändern, ne? Das wird natürlich sicherlich anders sein, wenn ich denke mal, dass das anders sein wird. Also vorne ist wirklich nur dieses bisschen und dann geht es hier schon so rum. Und ja, das wird also so ein bisschen weitergehen und dann ist hinten diese Spitze. Seht ihr das? Diese Spitze, dieses Schwänzchen. Ne? Und dann kommt ja noch in diesem wunderschönen Lila, kommt ja dann noch der Kragen dran und es kommen dann in hellblau die Ärmel dran und die kriegen aber so ein kraus Rechtsbündchen in dem Beige. Also ich finde es sehr schön, es macht super Spaß zu stricken. Und ja, das ist richtig toll. Es ist so ein ganz schönes, leichtes Jäckchen. Wie gesagt, ich denke, das hängt sich alles noch aus, wenn diese Scooby-Doo-Bänder nicht drin sind. Der wird offen getragen, wobei man hier sicherlich auch irgendwie irgendwas machen könnte. Vielleicht mache ich irgendwie Bändel dran oder sowas, dass man das zubinden kann. Ich weiß es noch nicht. Nee, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich trage den eher offen. Also mir gefällt das Teil richtig, richtig gut und es macht unglaublich Spaß zu stricken. Das Garn ist richtig, richtig toll und ich finde es super schön. Ja, und ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, also das hier, das ist so eine coole Idee, zwei Garne miteinander zu kombinieren. Ich verrate euch jetzt nicht, wie das gemacht ist. Das ist ein bisschen kompliziert. Also ich fand es ein bisschen kompliziert und es hat ein ganzes Stück gedauert, bis ich das System wirklich begriffen hatte. Aber ich finde, es sieht cool aus und ich finde dieses Beige mit dem Hellblau, das sieht so gut aus. Ja, also ich bin begeistert. Das geht weiter und ja, strickt sich richtig toll. So, jetzt kommt ihr mal wieder her. Ja, dann fangen wir doch gleich mal mit den neuen Möbeln an. Es war ja gestern Muttertag. Vorgestern, am Sonntag, war Muttertag. Also es ist ja so, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, ne? Ich bin ein Mensch, ich habe immer Wünsche. Wenn man mich fragt, wenn meine Familie mich fragt, was möchtest du haben, was wünschst du dir? Ich bin nie um eine Antwort verlegen. Ich habe immer was. Aber, und das ist jetzt vielleicht der einzige Lifehack des Tages dieser Folge, ich finde es sehr wichtig. Also ich finde es okay, wenn man Wünsche hat. Wichtig ist, dass man sein Glück nicht von der Erfüllung dieser Wünsche abhängig macht. Und das mache ich nie. Es gibt immer Dinge, wo ich sage, oh, das hätte ich gern und das hätte ich gern und oh, da hätte ich Freude dran. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und momentan ist die Situation einfach so, dass ein bisschen was geht. Bin ich sehr dankbar für, weil wir einfach auch andere Zeiten schon erlebt haben. Und es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Also wenn ich in 10 Jahren in Rente gehe, dann ist Schluss mit lustig. Das weiß ich jetzt schon. Und insofern genieße ich es jetzt einfach, dass man sich doch auch mal ab und zu mal einen kleinen Luxus gönnen kann, sich etwas zu kaufen, was man nicht unbedingt braucht. Und
Ja, und nun war Muttertag und ich habe gar nicht gewartet, dass ich gefragt wurde, sondern ich habe ganz gezielt meinen Kindern gesagt, ich habe einen Wunsch an euch zum Muttertag und zwar wünsche ich mir. Zuerst habe ich gesagt, eine Strickmühle. Ich habe es dann aber irgendwann erweitert und gesagt, ich möchte beide Strickmühlen, eine große und eine kleine. Habe ich bekommen. Ja, habe ich bei Amazon bestellt. Kinder haben es bezahlt und pünktlich zum Muttertag am Donnerstag, glaube ich, kamen sie. Ich habe sie aber erst am Sonntag ausgepackt zum Muttertag. So, und da sind sie. Da ist einmal die große, das ist die Prüm Maxi. Ihr könnt es nicht lesen, aber da steht Prüm Maxi. Das ist die große. Die hat 44 Maschen. Hier jetzt gerade. 44 hat die hier. Wo ist denn der blaue Haken? Irgendwo. Ja, doch, nee. Also 44 Maschen hat die. Da sind sie, genau, da ist der blaue. Ja, 44 Maschen hat die. Und man kann sowohl rund als auch flach stricken damit. Und ich habe auch schon was damit ausprobiert. Das zeige ich euch gleich. So. Und dann ist noch die Strickmühle Midi eingezogen. Die hat 22 Maschen, also die Hälfte. Ja, wofür wollte ich diese Strickmühlen haben? Also es ist ja so, dass ich ja einiges für diese Aktion Weihnachten im Schuhkarton mache. Unter anderem die Püppchen und auch Mützen und Schals. Nun ist es so, ich stricke nicht gerne Mützen. Es ist mir zu langweilig. Und auch bei den Püppchen, wie ihr sie da hinten seht, die machen mir unheimlich viel Spaß, aber dieses einfach rechts diesen Schlauch stricken, das finde ich ziemlich langweilig. Auch wenn es schnell geht, aber es ist trotzdem, es ist einfach Zeit, die in der Zeit kann ich halt nichts anderes stricken. Und ich habe ja schon mal gesagt, für so ein Püppchen brauche ich zwei Abende. Den einen Abend stricke ich diesen Schlauch, also ein kompletter Abend. Ein kompletter Strickabend. Das sind, ich sag mal, 2 bis 3 Stunden gehen da weg. Und am zweiten Abend mache ich das, die Mütze stricken, den Schal stricken, besticken, füllen, nähen, was weiß ich alles. Ne? Das ist dann nicht mehr ganz so lang. Aber insgesamt bin ich 3 bis 4 Stunden mit so einem Püppchen beschäftigt. In diesen 3 bis 4 Stunden könnte ich auch etwas anderes stricken oder nähen oder so. Ja, und deshalb wollte ich diese kleine Strickmühle. Und das war auch das Erste, was ich ausprobiert habe. Ich habe ein Püppchen gestrickt. Ich sag mal so, ne, da ist noch Luft nach oben. Das ist, ich darf euch vorstellen, das ist klein Dovi. Ja, ich hätte ihn mehr füllen sollen. Aber ihr seht auch, da scheint auch die Füllwolle durch, weil ich ein zu dünnes Garn fürs Gesicht genommen habe. Bei der Hose scheint es auch ein bisschen durch. Das Einzige, was gut ist, ist der Pulli. Das war so ein Effektgarn, das ich doppelt genommen habe. Die Mütze habe ich auch hier drauf gestrickt. Die habe ich, ja, die ist ein bisschen, aber immerhin mit dem doppelten Bündchen. Ne? Also diese Strickmühlen können nur rechte Maschen. Da kann man kein rechts-links, da kann man kein kraus-rechts oder so. Man kann nur glatt rechts stricken, aber immerhin, ne? Den Schal habe ich auch auf der Strickmühle und da habe ich das Flachstricken ausprobiert. Das hat auch ganz gut geklappt. Ja, aufgrund dessen, dass das Gesicht so grob war, so löchrig, hat auch das Besticken nicht so gut funktioniert und ja. Wer mir auf Instagram folgt, hat Klein Dovi schon gesehen. Da habe ich geschrieben, er bleibt bei mir. Aber ich habe es gestern Abend im Stricktreff gezeigt von der Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Und es wurde allgemein gesagt, nö, da freut sich auch ein Kind drüber. Das heißt, er wird nicht hier bleiben, sondern er wird hoffentlich ein Kind erfreuen. Ja. Klein Dovi. Also da ist noch Luft nach oben. Ich übe. Ich brauche die auch nicht so lang machen, habe ich jetzt dann gemerkt. Also die Hälfte blau, die Hälfte gelb und auch den Kopf halt das Garn doppelt nehmen. Und die Mütze würde ich dann von Hand stricken und den Schal doch eher mit der Strickliesel machen. Ja,
ich übe weiter. Aber das war das. So, dann habe ich auch mit der Kleinen einen Schal gestrickt. Und zwar doppelt gestrickt. Also nee, rund gestrickt. Und das war ein Mützenset. Das war so ungefähr, also das war Baumwolle mit Poly. So ein Gemischtgarn. Das war ein Knäuel dunkelblau, ein Knäuel weiß und ein Knäuel türkis. Da habe ich diesen Schal, den habe ich als zweites. Und auf der großen Strickmühle habe ich diese Mütze gestrickt. Die ist ein bisschen sehr lang geworden. Und ich habe dann Maschen aufgenommen unten am Anfang und habe ein Kraus-Rechts-Bündchen gestrickt. Das ist ganz gut. Ich hole jetzt mal den Kopf und dann kann ich euch das mal zeigen. Da ist der Kopf. Die Dame wartet noch auf einen Namen. Da muss ich mir noch was überlegen, aber ich glaube, die kriegt erst einen Namen, wenn ich es geschafft habe, sie anzumalen. Jetzt ziehe ich gerade mal hier die Mütze drauf. Also das ist eine ziemlich slouchy Mütze. Also der Kopf ist kleiner, dieser Kopf ist kleiner als meiner. Für mich wäre sie sehr eng, aber für jemanden mit einem kleineren Kopf oder eben für ein Kind wäre diese Mütze in Ordnung. Und der Schal. Ist auch für ein Kind passend. Also dieser Schal hat noch recht viele Fehler und eigentlich hatte ich gestern Abend, als ich das im Stricktreff gezeigt habe, gesagt, ich nehme den nochmal mit und mache den nochmal auf. Aber es wurde gesagt, nein, nicht aufmachen, den kann man auch so geben. Ja, glücklich bin ich damit nicht. Aber mir wurde abgeraten vom Aufmachen. Ich soll ihn nicht aufmachen. Ja gut, mache ich auch nicht. Wenn die Chefin von der Truppe sagt, das ist okay so. Ja. Also, ich muss noch ein bisschen üben, eben damit das ein bisschen saubereres Strickbild ergibt. Aber ich kann also nach diesen Versuchen, Mütze, Schal und dem Püppchen, schon sagen, dass sich die Anschaffung gelohnt hat. Dass es dafür ist, weil ich habe inklusive allem circa eine Stunde für diese Puppe gebraucht. Und das ist ein Unterschied zu 3 bis 4 Stunden. Und diese Mütze und den Schal, da habe ich auch insgesamt eine Stunde für gebraucht. Inklusive allem. Sagen wir 1,5 Stunden, weil ich dieses Bündchen, da habe ich erst was dran gehäkelt, das hat nicht funktioniert. Aber wenn ich das abziehe, diese Versuche, die nicht funktioniert haben, dann habe ich 1 Stunde dafür gebraucht, ungefähr auch. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Definitiv. Also ich bin froh über diese Anschaffung und es gibt auf YouTube, da verlinke ich euch jetzt aber nichts, es gibt einfach ein Strickmühle und dann kommt ziemlich viel, allerdings nicht über die Prüm-Strickmühle, sondern mehr über die Adi Express, die ist deutlich teurer als die Prüm, meine ich. Also diese zwei zusammen haben ca. 90 Euro gekostet beim großen A bei Amazon. Ich glaube, die Adi Express ist teurer, meine ich gesehen zu haben. Ich weiß aber jetzt nicht, was sie kostet. Die Adi Express hat einen großen Vorteil, der mir hier fehlt. Die hat einen Reihenzähler dran. Das finde ich ein bisschen blöd, dass die Prüm keinen Reihenzähler hat. Da muss man also selber mitzählen oder nach Zentimetern stricken. Das ist halt einfach so. Aber wie gesagt, also die, also ich bin zufrieden damit. Und ich denke, dass ich mir die Prüm Mini auch noch kaufen werde, also die kleine Strickmaschine, die um die Strickliesel-Schnüre, also mit den 4 Maschen zu machen. Ich meine, ich mache sehr gerne Strickliesel-Schnüre. Ich mag das, mit der Strickliesel zu arbeiten, aber es kostet halt unglaublich viel Zeit. Und mit dieser Kurbel kann man halt relativ schnell
mal so einen Meter Kordel machen oder so einen Schal hat man dann in 5 Minuten. Wenn ich so einen Schal für so ein Püppchen mit der Strickliesel mache, das kostet mich auch eine Viertelstunde mindestens. Und das ist schon ein Unterschied zu mal eben in 2 Minuten so eine Kordel gekurbelt zu haben, einen Schal. Ist einfach so. Wie gesagt, das ist ein Werkzeug, was einfach den langweiligen Teil der Arbeit übernimmt, aber nicht die Kreativität blockiert. Kreativ sein muss man immer noch selber. Es ist wie beim Thermomix. Der Thermomix nimmt mir auch nicht das Kochen ab. Also doch in gewisser Weise die profane Arbeit des Kochens, aber ich muss auch beim Thermomix immer noch entscheiden, welche Zutaten verwende ich, wie kombiniere ich die, wie würze ich das Ganze. Das nimmt mir der Thermomix nicht ab. Also insofern, das blockiert nicht die Kreativität, sondern es im Gegenteil, weil so viel möglich ist, kann es die Kreativität anregen und ich freue mich drauf. Und ja, vielleicht wird es auch mal was geben. Doch, ich werde euch ein Video verlinken, was ich nämlich ganz toll fand. Da habe ich richtig Spaß dran gehabt, das zu sehen. Und ich glaube, das werde ich auch mal stricken. Das ist allerdings auf der AliExpress gestrickt und zwar von Katrinchen Kirschblüte. Die hat ein Video, ich glaube, es ist aber schon ein paar Jahre alt. Die hat einen Bleistiftschal gestrickt auf der AliExpress. Und das finde ich eine sehr süße Idee und das verlinke ich euch unten. Das ist eine sehr niedliche Idee. Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Das ist ein tolles Geschenk, zum Beispiel für ein Kind zum Schulanfang. Ganz super. Ja. Damit sind wir mit dem, was ich gestrickt habe, woran ich gearbeitet habe, schon durch. Ich habe auch ein bisschen genäht. Das zeige ich euch aber noch später. Jetzt kommen wir zu dem, was hier eingezogen ist. Also ich sage gleich, diese Folge wird nicht so lang. Ich glaube, wir kommen unter einer Stunde durch und das wäre cool, weil ich dann nicht viel schneiden muss. Und ich werde heute Vormittag fertig. Also fangen wir mal an. Und zwar habe ich ja diese riesengroßen Socken gestrickt für den 2 für 4 Mal von der Make-Along von der Julia von Zebratante Strickt. Und da gab es eine Verlosung und ich habe etwas gewonnen. Und zwar habe ich 2 Stränge Wolle gewonnen. Und das ist einmal vom Mondschaf Libra. Das ist 100% Merino-Wolle mit 320 Metern auf 100 Gramm. Und das ist so ein wunderschönes Altrosa mit pinkfarbenen Speckles. Finde ich sehr schön. Also ich würde sagen, das ist fast ein Merino High Twist in Decay. Also wunder, 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 wunderschön. Das ist, ich glaube, das ist so ungefähr die Stärke wie mein Leberwurst-Colding oder Lebertrüffel-Colding, wie jemand sagte. So, als zweites habe ich diesen wunderschönen Strang Winter Morning von Strickeldi-Strackeldi-Struck. Das ist auch Merino mit 400 Metern auf 100 Gramm. Und guckt mal, dieser wunderschöne Strang. Wunderschön, ne? Und da ist hier dieses Inspirationsbild dabei. Und ich finde, das hat sie sehr gut getroffen. Sehr schön. Aber der absolute Knaller ist eine Projekttasche, die dabei war, die ich gewonnen habe. Und jetzt passt mal auf, guckt euch die mal an. Die ist da im oberen Teil gestrickt. Guckt euch das mal an. Ist die nicht wunder, wunderschön? Gestrickt und dann hier der untere Teil ist Stoff in einer wunderschönen Farbe, so Auberginen. Ich mag ja Auberginen nicht. Das ist das einzige Gemüse, was ich nicht mag, beziehungsweise was ich absolut überflüssig finde, weil es so nach überhaupt gar nichts schmeckt und Konsistenz wie Schaumstoff hat. Das kann man sich echt sparen, aber alleine für die Farbe haben Auberginen für mich schon eine Daseinsberechtigung. Die sind sehr hübsch. Aber essen muss ich sie nicht, ne? Der hat einen Reißverschluss. Mich stören ja Reißverschlüsse an Projekttaschen nicht. Also mir ist da noch selten Garn drin festgeklemmt. Und sie hat hier innen auch eine Innentasche. Also die fühlt sich richtig hochwertig an. Sie ist auch hochwertig und die ist richtig schwer durch das Gestricke.
eine wunderschöne Tasche und vielen herzlichen Dank. Ich habe einiges wieder in Planung. Diesen 2x4-mal wird es ja wieder geben im Herbst. Und da werde ich auch wieder mitmachen. Und ich verlinke euch den Kanal von der Julia. Wie gesagt, Zebratante strickt. Für mich ist auch die letzte Runde, ist so ihr Titel. Und ich rate euch einfach, guckt euch das an, guckt euch die Videos von ihr an. Und wenn dieser Mal wieder ist, dann macht mit. Weil da wird es auch nächstes Jahr wieder was zu gewinnen geben. Und man tut einfach noch was Gutes für verschiedene Projekte. Also für Obdachlose, für ein Frauenhaus. Angefangen haben sie ja mit deshalb 2x4-mal. Die haben angefangen damit gezielt für Obdachlose mit Tieren zu stricken und Sachen zu sammeln. Und das fand ich eine ganz gute Sache. Aber sie haben es mittlerweile, sie haben so viele Sachen bekommen, dass sie es ausweiten konnten für verschiedene Sachen. Und eben, wie gesagt, mittlerweile auch ein oder zwei Frauenhäuser bedienen mit Stricksachen. Also da kann man von daher nicht nur riesengroße Sachen in Männerbund stricken, sondern man kann auch bunte Sachen und auch Sachen für Kinder stricken. Ne? Ja. Dann habe ich noch ein bisschen was bestellt und zwar bei Amazon. Und zwar zum einmal diesen Schnappverschluss von Prüm für eine große Projekttasche. Der hat den Vorteil, der ist sehr stramm. Ich kriege ihn gerade gar nicht auf. Na komm her. Komm her, du Feigling. Lass dich aufmachen. Jetzt, der ist sehr stramm, aber der bleibt offen. Der hat so mehrere Gelenke und der bleibt offen. Da will ich für mich eine Projekttasche draus machen mit Stricken. Und ich habe einen 10er-Pack von diesen kleineren Schnappverschlüssen. Die bleiben nicht offen, die kann man nur aufmachen und dann schnappen die auch, wenn man loslässt, sind die auch wieder zu. Aber ist trotzdem gut. Da werde ich auch Projekttaschen. Habe schon zwei, die werde ich später zeigen. Dann habe ich bei Amazon bestellt für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Nähe ich ja wieder die kleinen Täschchen. Und da habe ich Campsnaps bestellt, jede Menge. Zwei so Kartons. Ist ganz wichtig. Ja. Dann war ich ja auf der Nadelwelt und das war sehr schön. Ich zeige zuerst mal, wir haben uns ja mit einigen von den Patchwork-Hexen getroffen und von unserer lieben Oberhexe, von der lieben Eva aus Salzburg, habe ich eine Projekttasche bekommen und zwar so mit Klarsicht, wo man sieht, was drin ist. Und ich habe direkt gesehen, in dieser Projekttasche waren ein paar Stoffe drin. Die zeige ich euch hier. Dieser wunderschöne Pinkfarben, das ist ein richtig großes Stück. Das ist toll, der gepunktete und nochmal gepunktet und der blaue. Und dann war von einem Paneel so ein Rand dran mit kleinen Hunden. Das werde ich auch irgendwie verarbeiten. Die sind also schon gewaschen und gebügelt, diese Stoffe. Ja, was habe ich auf der Nadelwelt gekauft? Fangen wir mal mit den Kleinigkeiten an. Ich habe mir Strickmaschinennadeln gekauft und zwar die Universal in 80, die 80er Universal, mit denen ich einfach am liebsten stricke. Ich habe mir zwei Endlosreißverschlüsse gekauft. Seht ihr das, dass das so ein bisschen farbig ist und so ein bisschen changierend? Und dann noch diesen schwarzen mit der pinken Raupe. Wunderschön. Die habe ich mir gekauft. Dann habe ich mir einen Bobble gekauft und zwar von Mini Masches Bobble Shop, Bobble Manufaktur aus Salzgitter. Der Bobble heißt Something Dark und guckt euch mal diesen wunderbaren Farbverlauf an, von Beerig über Petrol zu Türkis. Ich finde es wunderschön. Also die hatten da auch Tücher. Den gab es in verschiedenen Lauflängen und Stärken. Und ich habe mich für 4-fädig 1000 Meter entschieden. Und da wird ein Tuch draus werden. Und der ist 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Er hat übrigens 17,50 Euro gekostet. Also diese Bobble, die haben halt einfach ihren Preis. Ja, und dann habe ich Stoffe gekauft.
zeige euch erstmal die einzelnen Stoffe. Also ich habe Punktestoffe gekauft für meinen Punktequilt. Einmal diesen orangen mit den unregelmäßigen Punkten. Dann diesen braunen mit den regelmäßigen weißen Punkten. Dann, den mache ich mal ein bisschen auf, dass ihr es besser seht. Diesen mit diesen Punktekreisen. Also Punkte aus Punkten quasi. Finde ich sehr schön. Dann ein totaler Bam-Stoff. Guckt euch den mal, ist der nicht der Hammer? Mega, das wird ein Hingucker in dem Quilt, diese Teile. Dann noch ein, nein, das sind keine Punkte, wobei Eva meinte, das sind Punkte, die sich ganz schnell bewegen und deshalb werden Streifen draus. Aber ich fand diesen Stoff, also den muss ich euch einfach mal im Ganzen zeigen. Ich denke, kommt natürlich nicht in den Punktequilt, sondern da werde ich mir wahrscheinlich für mich eine Projekttasche draus machen. Vielleicht mit diesem Schnappverschluss. Mal gucken. Gucken wir mal, ne? Ja, und dann habe ich direkt am zweiten Stand, wo ich auf der Nadelwelt war, einen Stoff gesehen, eine Stoffserie. Und ich habe alles, was ich im Weiteren gesehen habe, an dieser Stoffserie gemessen. Die ging mir nicht aus dem Kopf. Und ich habe wirklich am Ende mein Geld gezählt, was ich hatte, und habe den gesamten Rest von meinem zur Verfügung stehenden Geld ausgegeben und habe mir 8 Farben ausgesucht von diesen Stoffen. Guckt euch das mal bitte an. Seht ihr das? Das ist ein wunderschöner Farbverlauf. Und ich mache euch dieses eine mal auf, damit ihr seht, was für ein Wahnsinnsstoff das ist. Guckt euch das doch mal an. Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Ja. Was habe ich damit vor? Kann ich euch noch nicht genau sagen. Also es wird ein Wandquilt werden. Ich werde das kombinieren mit einem einfarbigen hellen Grau. Als Hintergrundstoff. Und es wird irgendwie ein Kunstwerk, was diesen Farbverlauf zur Geltung bringt. Diejenigen, die sich auskennen, ich sage jetzt mal Bargello, sowas in der Art, lasst euch überraschen. Wann ich dazu komme, weiß ich nicht. Aber das sind Stoffe, die werden auch einfach ein bisschen gestreichelt. Weil das einfach nur wunderschön ist. Guckt, ich mache das mal so ein bisschen. Guckt mal so. Das ist doch einfach nur der Knaller, oder? Ich meine, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Das ging nicht. Ging nicht. Konnte nicht vorbei. Ha, ich bin sehr glücklich. Es gab noch mehr Farben. Es gab natürlich noch Pink. Es gab wunderschöne Grautöne, verschiedene Graustufen. Aber ich sag's jetzt mal so, dieser Packen waren knapp 90 Euro. 85 oder so. Ja. 84 Euro, genau. 84 Euro. Ich habe, glaube ich, diesen Stoff noch an dem Stand und damit waren es bei 94, genau. Ja, Hammer, oder? So, wir haben jetzt, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Schön, das reicht noch, um noch eine Sache zu zeigen. Ich habe nämlich ein absolutes Überraschungspäckchen bekommen, womit ich nicht gerechnet habe. Und zwar von der lieben Elisabeth aus Wien, von der ich ja schon öfter wunderschöne Überraschungspäckchen bekommen habe. Sie rechtfertigt es damit, dass es ein Dankeschön ist, weil ich ihr Leben bereichere mit diesem Podcast, so wie sie das so quasi ausdrückt. Ob sie so wörtlich sagt, weiß ich nicht, aber das habe ich so rausgehört. Also sie liebt meine Podcasts sehr. Sie hat mir in dieser wunderschönen Karte, die ich euch gleich zeigen werde, auch geschrieben, dass sie zum Beispiel sich die Lifehacks am Ende gerne zuerst anhört und dann erst das Trickige, finde ich sehr niedlich. Liebe Elisabeth, du hast mich wieder sehr, sehr, sehr glücklich gemacht.
Und ich möchte euch mal diese Karte von vorne zeigen. Da steht also drüber Magic Just Happens. Also Zauber passiert einfach, Magie passiert einfach. Und es ist so eine tolle, fantasievolle Karte. Ihr seht nämlich, das ist ein fliegender Elefant und die Ohren sind Schmetterlingsflügel. Das ist doch wunderschön, ne? Ich finde es wunderschön und sie hat mir also, also sehr, sehr, sehr liebe Worte geschrieben. Und das finde ich ganz, ganz wundervoll. Ja, und sie hat mir Wolle dazu gelegt. Und zwar diese zwei unfassbar schönen Stränge. Und ihr seht den Flausch schon. Seht ihr, wie flausch, seht ihr, wie weich das ist? Fühlt mal. Fasst mal euren Bildschirm an und fühlt. Es ist 100% Alpaka, dreifädig. 100 Gramm, 300 Meter, also ein schönes Decay. Es ist von Wunderbund, von der Ingrid Hochenauer, Wunderbund, handgefärbt, dreierlei Jeans, Nummer 1. Da habe ich Alpaka-Wolle im Mund. Es kribbelt. Also ich finde das wunderschön. Also das ist so ein changierendes Blau, es ist so ein Jeansblau und es ist wirklich... Das ist meine Lieblingsfarbe, ja. Ich liebe Blau und ich liebe Jeansblau. Das ist einfach schön. Es ist einfach schön. Ne? Herrlich. Herrlich. So. Ja, das ist eingezogen. Habe ich noch was vergessen? Ja, ich habe was vergessen. Es gibt ein Gewinnspiel, es gibt was zu gewinnen. Aber ich habe noch 7 Minuten. Das schaffe ich nicht in 7 Minuten, euch das zu zeigen und das alles zu erklären, wie wir das machen. Kriege ich nicht hin. Deshalb machen wir jetzt eine Pause. Ich mache kurz den Speicher leer. Und dann starte ich nochmal neu. Und dann werde ich ganz in Ruhe euch das Gewinnspiel zeigen, was es zu gewinnen gibt. Ich werde euch erklären, wie ihr gewinnen könnt. Und dann kann ich mich in Ruhe von euch verabschieden. Wenn ich das jetzt nämlich alles in mittlerweile nur noch 6 Minuten quetschen würde, das wäre unschön. Ja, daher bis gleich. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Für mich waren das jetzt eine Viertelstunde, für euch waren es nur wenige Sekunden. Ich habe es jetzt ein bisschen gedreht. Ihr seht jetzt leider die hässliche Steckdose, wobei so hässlich ist die gar nicht. Es ist halt eine Steckdose und ein Lichtschalter. Ja, ich habe Strom in meinem Zimmer. Muss ich den verstecken? Nein, ne? Muss ich nicht verheimlichen. Aber... ich möchte nicht unbedingt, dass ihr den Bildschirm seht, weil vorhin hatte ich den Bildschirm mit dem Tuch, mit meinem schönen Vertices Unite von Steven West abgehängt. Und jetzt ist aber so, dass ich das, was ich schon aufgenommen habe, schon in den Windows Movie Maker eingefügt habe. Und das wird jetzt schon vorverarbeitet, sodass ich das nachher schneiden kann. Muss ich ja nicht viel schneiden, das finde ich sehr praktisch. Was ich vorhin vergessen habe, 2 Dinge habe ich vergessen. Zum einen habe ich vergessen, mich für die ganzen lieben Kommentare zu bedanken. Herzlichen Dank. So, so, so liebe Sachen. Also zum einen, was ihr über meine Haare gesagt habt, was ihr über meine Videos gesagt habt, eure Rückmeldungen zu meinem Lifehack vom letzten Mal mit der guten Laune, war wirklich, es hat mir sehr gut getan. Also diese Kommentare zu lesen, ich habe sie erst heute Morgen beantwortet, auch größtenteils nur mit einem Herzchen und mit Dankeschön. Das Dankeschön kommt aber jeweils wirklich von Herzen. Ja,
Sehr, sehr schön. Also das tut richtig gut. Und diese 2000 Abonnenten, da freue ich mich auch wahnsinnig drüber. Das ist das eine. Das andere, was ich vergessen habe, ich hatte noch ein fertiges Projekt. Ich war nicht ganz sicher, ob ich euch das nicht schon im letzten Video gezeigt habe. Vielleicht habe ich euch das im letzten Video schon gezeigt. Ich weiß es nicht. Ich habe aber auch echt keine Zeit, jetzt mein letztes Video nochmal komplett durchzugucken. Es war aber auch das Foto nicht drin. Vielleicht habe ich es euch so in die Kamera gehalten. Ich weiß nicht. Aber es kommt jetzt hier noch ein Foto von einem Püppchen, was ich gestrickt habe und schon verschenkt habe, nämlich an die liebe Karin, die irgendwann jetzt in dieser Zeit Oma wird. Zum vierten Mal, glaube ich. Und dieses Püppchen bei mir bestellt hat. Hier kommt das Bild. Ja, das ist wirklich sehr süß geworden und Karin hat sich wahnsinnig drüber gefreut, über dieses Püppchen. Ja, was ich noch zur Nadelwelt sagen wollte, es war sehr, 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 sehr schön der Tag. Wir waren samstags da, ich war samstags da. Wie gesagt, es waren aus Salzburg die liebe Eva gekommen und mit ihrer Freundin Claudia. Claudia, ich grüße auch dich und die liebe Eva. Und dann war noch die Heide dabei, für die ich die Socken gestrickt hatte. Die hat sie jetzt auch bekommen. Und dann war noch die liebe Karin dabei, die mich ja auch schon mal hier an meinem Geburtstag besucht hat und die mir Wolle geschenkt hat. Ja, und wir hatten einen wunderschönen Tag. Und wer war noch dabei? Meine Tochter war dabei. Und das war ein richtig toller Tag. Die hat sich nämlich super in diese Gruppe eingefügt. Ja, wir haben uns getroffen vor der Nadelwelt, sind zusammen rein, haben die Ausstellung angeguckt, die wirklich absolut beeindruckend war. Sind dann so in Zweiergrüppchen, also ich bin mit Erika losgelaufen, meiner Tochter, die anderen auch so in Zweier-Dreiergrüppchen und dann sind wir los und haben eingekauft, da haben uns dann getroffen, dann haben wir gemeinsam gegessen. Ich hatte für mich und meine Tochter was zu essen mitgebracht, ich hatte einen leckeren Couscous-Salat gemacht, dann haben wir gegessen, die anderen haben sich dort in der Halle was geholt und dann haben wir zusammen gegessen und sind wir nochmal eine Runde shoppen gegangen. Und ja, und dann sind wir zur Karin nach Hause gefahren, haben uns dort wieder getroffen, haben schön Kaffee getrunken, haben dann ein Stündchen bei der Karin in ihrem Atelier verbracht. Ja, sie hat uns dann Übungsquilts gezeigt, wo ich wirklich völlig fast vom Stuhl gefallen bin, weil die so beeindruckend waren. Waren für sie Übungen, ja. Tolle Sachen, wirklich schön. Ja, und dann sind wir noch in Au am Rhein im alten Zollhaus essen gewesen und haben Matjes nach Hausfrauenart gegessen. Es war super lecker. Ja, und dann habe ich noch Erika nach Hause gebracht, nach Karlsruhe. Haben wir noch unterwegs ein sehr intensives Mutter-Tochter-Gespräch gehabt. Also es war rundherum ein wunderschöner Tag, der richtig viel Freude gemacht hat und der ja ein bisschen wie ein mehrwöchiger Urlaub war. Also es war so ein komplettes Abschalten. Ja, es war anstrengend, es war körperlich anstrengend. Ich hatte ja auch immer noch diesen Hexenschuss, ne? Also, und ich hätte definitiv keinen zweiten Tag auf dieser Messe geschafft. Definitiv nicht. Also ich war an dem Abend dann schon ziemlich fertig, aber es war so schön. Ich war so, so erfüllt von Inspiration und Ideen und Liebe und Glück und es war einfach herrlich, es war ein wunderschöner Tag. Also der hat wirklich, da werde ich noch sehr lange von zehren und die anderen auch. Wir haben uns also mittlerweile auch schon mal wieder im Zoom getroffen und wir zehren dann noch sehr lange von. Das wollte ich euch noch erzählt haben. Ja, es war sehr schön. Gut, und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. 2000 Abonnenten waren Sinn. Ich habe euch ja schon vor einiger Zeit, als ich das letzte Mal Wolle gefärbt habe, gezeigt, zwei Stränge, die ich verlosen werde, wo ich gesagt habe, wenn ich 2000 Abonnenten habe, werden die verlost. Und das sind diese beiden wunderschönen Stränge, die in echt viel leuchtendere Farben haben, als die Kamera das jetzt einfängt. Und ihr seht, sie glitzern, weil bei 2000 Abonnenten darf es auch mal ein bisschen glitzern, finde ich.
Also die sind wirklich schön. Der eine ist ein bisschen heller, der andere ist ein bisschen intensiver. Schön sind sie alle beide, finde ich. Wunder, wunderschön. Es ist Sockenwolle, vierfädige Sockenwolle, 420 Meter auf 100 Gramm mit Glitzer. Es ist natürlich nicht super weich. Also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt in einem Tuch verwenden, sondern wirklich für Socken. Aber vielleicht kombiniert mit irgendwas Weichem, wer weiß, das überlasse ich ganz euch. Ja, und dann habe ich die letzten 2 Tage noch genäht und kommt zu jedem Strang kommt noch eine Projekttasche dazu und die zeige ich euch jetzt. So sehen die aus und ich drehe sie. So sehen sie aus. Ich habe also da Hexiblümchen drauf gemacht. Und es sind wie gesagt diese Schnappverschlüsse, die aber direkt, wenn man loslässt, wieder zugehen. Es ist innen so eine Schlaufe drinne, wo ihr Maschenmarkierer dran machen könnt oder sonst irgendwas. Es ist eine Innentasche drinne und die sind also innen drin beide mit diesen. Guckt, das sind kleine Sternchen und da außen sind größere Sternchen, auch in Jeansblau, wunderschön. Die Tasche steht. Naja, jetzt natürlich Vorführeffekt. Komm. Ja. Jeweils 2 verschiedene Hexiblümchen. Es ist verstärkt. Dadurch eben, wie gesagt, hat das so einen gewissen Stand. Und ich finde die sehr, sehr schön. Es wird 2 Gewinner geben. Und wie gesagt, jeder bekommt eine Tasche und einen Strang Wolle. Wie könnt ihr gewinnen? Also ich möchte nicht, dass ihr in den Kommentaren irgendwas bezüglich Gewinnspiel schreibt. Ich habe es jetzt auch im Titel bewusst nicht reinschreiben, weil damit lockt man einfach diese Bots an und Leute, die dann da versuchen, Gewinn rauszuschlagen und eure Daten abzugreifen und so weiter. Das will ich nicht. Das heißt, ihr schreibt mir einen lieben Kommentar und in diesem Kommentar sollte das Wort Glitzer drin vorkommen. Groß geschrieben, klein geschrieben, egal, Glitzer. Ich schreibe es euch hin, Glitzer. Bin gespannt. Ihr dürft es dieses Wort in einen schönen Satz einbauen. Ihr dürft mir ein Gedicht schreiben mit Glitzer. Ihr dürft aber auch einfach nur irgendwas anderes schreiben. Und am Ende oder mittendrin das Wort Glitzer völlig unkoordiniert mit eingeben. Auf jeden Fall möchte ich Glitzer lesen. Und alle, die dieses Wort Glitzer in ihrem Kommentar haben, werden an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Und ich werde, am 1. Juni wird ausgelost. Wie ich es mache, ob ich über Comment Picker mache oder ob ich wieder Zettelchen mache, mal gucken, kommt auch darauf an, wie viele. Es wird, wie gesagt, 2 Gewinner geben. Und schreibt mir das Wort Glitzer in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich sehr über auch Kommentare ohne Glitzer. Die werden halt nicht teilnehmen. Die haben dann halt keine Chance zu gewinnen. Ich freue mich über Däumchen hoch. Däumchen runter könnt ihr euch eigentlich sparen. Hatte ich beim letzten Video 8 Stück. So viel hatte ich noch nie. Warum? Geht mir irgendwo so da hinten vorbei. Was soll's? Warum? Warum macht man sowas? Hilft ja nichts. Ich mache ja trotzdem weiter so wie bisher. Wem was nicht passt, der soll mich anschreiben. Dann kann ich vielleicht darauf reagieren, vielleicht auch nicht. Ansonsten, ja, neue Abos. Hallo, jetzt arbeiten wir an den 3000. Irgendwann, dann gibt es wieder was zu gewinnen. Jetzt gibt es erstmal das zu gewinnen. Und damit möchte ich mich von euch verabschieden. Wir sind jetzt knapp über eine Stunde, mal eine etwas kürzere Folge.
Ich hoffe, die nächste wird wieder länger. Da kommen schöne Sachen auf uns zu, auf mich, auf euch. Und da bin ich sehr gespannt. Mein Kopf sprudelt über vor lauter Ideen. Und ich habe an der Nadelwelt zu meiner Tochter gesagt, wenn sie einen Stand sieht, wo es Zeit zu kaufen gibt, soll sie mir Bescheid sagen. Leider, es gab keinen Stand. Da könnte man Geld mitmachen. Wenn man Zeit verkaufen würde, uiuiuiui, da könnte man ein Geld machen. Aber Zeit ist leider nicht käuflich, das geht nicht. Kann man nicht kaufen. Man kann sich nicht mehr Zeit kaufen, das geht nicht. Ich hätte gerne mehr Zeit. Ansonsten, ich bin dabei, mein Zimmer ein bisschen umzustrukturieren. Also es ist jetzt auf dem Tisch, wo sonst Laptop und Nähmaschine standen, ist jetzt nur noch der Laptop und der große Bildschirm. Ich habe auch zum Muttertag von meinem Mann bekommen eine Funktastatur und eine Funkmaus, was mein Arbeiten am Laptop ein bisschen vereinfacht und ein bisschen strukturierter und besser macht. Meine Nähmaschine, die steht jetzt auf dem Zuschneidetisch und wenn ich daran arbeite, klappe ich hier diesen Sekretär auf und arbeite dann daran. Da ist im Moment noch ziemlich viel Gerümpel und Zeug drinne, den werde ich demnächst ausräumen, den Sekretär, und dann kommt das ganze Nähzeug in diesen Sekretär und das ist dann mein Nähplatz und ich habe dann alles, was ich brauche, parat. Ja. Das ist so, was ich am Machen bin, am Tun bin und ja, so geht's weiter. Ich mache weiter mit Abnehmen, ich mache weiter mit Stricken. Ich jetzt, wo ich eben, wie gesagt, diesen Arbeitsplatz mir so gut eingerichtet habe, werde ich hoffentlich in der nächsten Zeit dazu kommen, endlich meine Sockenanleitung aufzuschreiben, um sie dann bei Ravelry zu veröffentlichen. Und auch an der Anleitung von diesem kleinen Schal. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich den nennen könnte, ich weiß es nicht, mir fällt nämlich nichts ein. Sophie's Colding? Nein, das darf man nicht machen. Das wäre eine schlechte. Aber es wäre ungefähr in der Richtung. Wie gesagt, eine Mischung aus Sophie's Scarf und Colding. Von beidem inspiriert. Das sage ich einfach offen dazu. Aber nicht abgeguckt, weil das Rad kann man eh nicht neu erfinden, ne? Ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, seid lieb zu anderen, seid lieb zu euch selber, habt gute Laune und seid schön kreativ. Habt Freude an eurer Kreativität. Seid dankbar, dass ihr kreativ seid, dass ihr gesunde Hände habt, mit denen ihr handarbeiten könnt. Unsere Hände, die müssen wir pflegen und lieb haben und gut drauf aufpassen. Ich wünsche euch alles Gute. Genießt den Rest vom Mai. Es wird jetzt warm. Mir reicht schon mit der Wärme, ne? Aber was soll's? Wir jammern nicht. Gute Laune, auch wenn es heiß ist. Macht's gut. Bye bye.